Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Heute packen wir wieder eine Serie aus, eine Komplettserie, und zwar die Whartons. Viele meiner jüngeren Zuschauer werden diese Serie wahrscheinlich gar nicht kennen, weil diese Serie aus dem Jahre 1972 stand. Bei uns in Deutschland ist sie 1975 gelaufen, das erste Mal. Ich habe da die Serie auch nicht gesehen, ich bin nämlich da noch gar nicht auf der Welt gewesen, sondern 1982. Aber meine Eltern haben diese Serie geguckt und ich habe diese Serie nie mitgeguckt. Ich habe zwar mal gesehen, dass meine Eltern die Serie geguckt haben, später mal. Aber ich habe die nicht mitverfolgt. Und ich habe die Serie das erste Mal im Jahre 2019 gesehen, morgens auf Sat.1 Gold, und fand die da gar nicht so schlecht. Und habe den immer, bevor ich arbeiten musste, wenn es konnte, mitgeguckt und fand die Serie gut. Die hat nämlich dasselbe wie unsere kleine Farm, so ein, ja, so ein, gibt einen so ein gutes Gefühl, so familiär. Das zieht einmal kurz aus diesem Alltag, aus des Stresses, finde ich. Und die hat wie bei unserer kleinen Farm halt so ein gutes Gefühl, wie bei allen alten Serien, finde ich. Und das hat mir gefallen. Die Serie ist nicht perfekt, weil nachher geht es mir um die Kinder, wenn die ihre Berufe machen. Da hat die Serie mich ein bisschen verloren. Ich habe es trotzdem geguckt, aber am Anfang, wo es um die ganze Familie geht, in diesem Haus, in der Farm da und den Jobs, in Virginia spielt das ja, hat mich das gefesselt. Ja? Und nachher war es ein bisschen schwächer. Plus hinzu kam, dass Jim Bob eine neue Synchro bekommen hat. Der hatte ja am Anfang die Stimme von Mark Hamill, die Deutsche, von Star Wars. Die hat er nachher nicht mehr. Dann hat er sie wieder gehabt. Und der wurde auch mal ausgetauscht, der Show. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber im Ganzen ist es eine gute Serie. Nicht so gut wie unsere kleinen Farm, aber hat mir auch gut gefallen. Deswegen habe ich sie mir jetzt mal bei Amazon 2020 gekauft. So sieht das gute Stück von der Seite aus. Ich habe das hier schon mal geöffnet. Alle Staffeln. Ich glaube, das sind 221 Folgen oder 229 Folgen. Erleben Sie die zu Herz gehende Brandweite des Familienlebens, ausgezeichnet mit 13 Emmys. Das Schicksal einer amerikanischen Familie zwischen großer Wirtschaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg in Blue Ridge Mountains von Virginia. Die Whartons halten unerschütterlich zusammen in guten und in schlechten Zeiten. So meistern sie alle Herausforderungen, Tränen und Triumphe ihres Familienlebens, Geburt, Liebe, Hochzeit, Trennung und Tod. In dieser Komplettbox erwarten sie die gesamte Chronik eines Clans, der zwar in Armut lebt, dafür aber über eine geschätzbaren Reichtum an Geist, Seele, Herz und Gemeinschaftssinn verfügt. Ja, ich fand die Eltern irgendwie auch sehr sympathisch und vor allen Dingen Großvater, den fand ich auch witzig. Und da gibt es ja auch eine kleine Geschichte: Der Großvater, der Schauspieler, der ist ja nachher in echt gestorben. Da habe ich mich ein bisschen informiert und dann haben sie ja in einer Folge, wo er in der Serie gestorben ist, so eine Bronzefigur hingemacht und die steht ja heute noch da. Und der ist ja wirklich gestorben. Das fand ich irgendwie sympathisch. Aber so sieht das ganze Stück aus. Und ja, ich würde sagen, wir packen das jetzt mal aus. Ab 12 Jahren freigehen. Wenn ich einen Trailer oder sowas finde, verlinke ich euch den in der Videobeschreibung, wie auch die Box. Ich glaube, die Box gibt es so in diesem Zustand nur exklusiv bei Amazon. Und ja, hat mich jetzt 50 Euro gekostet. Die kostet im Durchschnitt so 50 mal 60, auch mal 70 Euro. Aber für 50 kann man die mal mitnehmen. Es gibt auch welche, die verkaufen die für 130. Da würde ich jetzt nicht zuschlagen, weil ich finde, das ist Abzocke. Und ja, das Ganze kommt von Werner war was. Und ja, wir packen das jetzt mal aus. So, dann haben wir einmal die erste Blumen. Ihr könnt die auch natürlich in Einzelblumen kaufen. Gibt es auch. Das sieht so aus, ab 6. Ich weiß nicht, wie die alle heißen. Das waren auf jeden Fall die Eltern. Das war Jim Bob. Das war die Schwester, die Krankenschwester wird. Ich glaube, der da hinten war Musiker. Das war der Großvater. Alle in einer Farbe. 6 Jahren freigeben. Okay. Staffel 1. Dann haben wir hier Staffel 2. Übrigens habe ich das gar nicht gesagt, ne? Hier haben die Sprachen Deutsch, Englisch, Dolby Digital 1.0. Untertitel Deutsch und Englisch. Spieldauer für diese erste Staffel 1096 Minuten. In Farbe 23 Episoden, ca. 48 Minuten, 6 Discs. Und hier haben wir dann eine Spieldauer von 1191 Minuten, 24 Episoden, ca. 48 Minuten pro Folge, 7 Disc. Willkommen in Walton Mountain. Ja, und ihr müsst es das so verstehen: Da gibt es zwar schon Autos, aber es sind jetzt nicht so Autos wie bei uns. Das spielt, wie gesagt, vor dem Zweiten Weltkrieg. Es sind noch ältere Autos und nicht jeder hat da auch ein Auto. Und ja, sehr, also ich fand, die Serie hat irgendwie was. Wenn ihr die Serie kennt, könnt ihr mir auch gerne mal in euren Kommentaren schreiben, wie ihr sie gefunden habt. Oder wie ihr sie findet. Dann haben wir hier Staffel 3. Die Großmutter, die Schauspielerin, die hatte ja in echt auch, das ist auch wieder so, die hatte einen Schlaganfall in echt. Und das haben sie in der Serie mit eingebunden, dass sie in der Serie auch einen Schlaganfall hat, dass sie die Serie weiter mitspielen konnte. Das fand ich auch dann wieder, ja, menschlich. Also heute würde ich sagen, viele würden sagen, die wird ungeschrieben neuer Charakter rein. Oder Ersatz für die.
Dann haben wir wieder Deutsch und Englisch als Sprachen und Titel Deutsch und Englisch mit als Mono. Spieldauer 1196 Minuten, 24 Episoden, ca. 47 Minuten, 7 Disc. Na. Dass da jetzt keine Bilder draus sind, kann ich verschmerzen, weil wir haben aber immerhin jede DVD, jede Staffel mit einer Farbe gemacht. Das fand ich dann wiederum sympathisch. So, dann haben wir hier die Staffel 5. Also ich glaube, in der Staffel 5, da war ich jetzt nicht immer dabei. Ich weiß, dass die eine Schwester, die Krankenschwester, mit einem Arzt heiratet. Und ja. Der eine ist ja so Mechanik-Freak, der hier. Also der macht Autos, Motorräder und sowas. Dann haben wir hier die Staffel. War das Staffel 5? Oh, wir haben Staffel 4 übersprungen. Okay. So. Da haben wir eine Spieldauer von 1183 Minuten, Sprachen wieder Deutsch-Englisch, Mono, Untertitel Deutsch und Englisch, 24 Episoden, 58 Minuten und wieder 7 Discs. Ich glaube, das ist eine locker. Ja. So, das. Machen wir das mal richtig. Dann haben wir hier Staffel 6. In der deutschen Sprache, Sprachen Deutsch, Englisch, Mono, Untertitel Deutsch und Englisch, Spieldauer 1132 Minuten, 26 Episoden, jeweils 42 Minuten. Die dann wieder alle in Blau gehalten. 12 Jahre. Dann haben wir hier Staffel 7, die hat dann wieder eine dünne Hülle, verstehe ich nicht, aber okay. Ich glaube, das sind dann schon die Familien von den anderen. Da ist die Schwester, die sind noch schon ein bisschen älter da, die Kleinste ist auch schon groß. Hier haben wir dann wieder Spieldauer von 1109 Minuten, 24 Episoden, jeweils 42 Minuten. Bildformat ist hier 4 zu 3, also alles nur 4 zu 3 ist halt eine alte Serie. Und Sprachen haben wir deutschen Ton mit englischen und deutschen Untertitel. Ja. Und hier sind dann die Discs alle grün. Falls ihr die Serie, wie gesagt, kennt, könnt ihr mir gerne eure Meinung sagen. Ich denke mal, der Marco kennt die Serie auch. Wir haben dort, glaube ich, drüber mal geschrieben. Grüße an dieser Stelle. Dann haben wir Staffel 8. Und hier haben wir dann eine Spieldauer von 1126 Minuten, 24 Episoden, jeweils 47 Minuten, 6 DVDs. Sprecher mehr sogar, die Waltons einer Dekade. Das sind dann schon auch andere, ihr seht, da ist noch der Vater zwar, die Mutter ist hier, aber alle schon was älter und die sind alle größer. Ich glaube auch, dass die eine Schwester hier in echt nachher auch im Playboy gewesen ist. Ja. Und dann haben wir hier die letzte Staffel. Gute Nacht, Waltons. Die inspirierte und inspirierende letzte Staffel der beliebten Serie. Sprachen wieder Deutsch und Englisch, Dolby Digital 1.0. Spieldauer 1029 Minuten, Episode 22, 47 Minuten Laufzeit, 6 DVDs. Und Bild ist 4 zu 3. Und die ist dann so, was ist das? Die lila Rotwein. Ja. Und ich kann nicht nur sagen, wenn ihr noch jung seid und denkt, was für eine Scheiße. Glaubt mir, gebt der Serie eine Chance und ihr werdet ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur bei so Leuten in meinem Alter, die dieses Gefühl von damals haben, aber vielleicht habt ihr das ja dann auch. Die gibt einem halt das Gefühl der Geborgenheit. Da kann ich euch nur sehr wie unsere kleine Farm empfehlen oder ein Engel auf Erden. Ja, ist jetzt keine Action, hier ist Familie, Schicksale und sowas. Unsere kleine Farm auch, da spielt halt dann dieser, ja, wie nennt man das? Priezeit und ich finde sowas cool, also es hat was und es gefällt mir. Ich mag natürlich auch neue Serien, aber so Nostalgie-Serien mag ich im Moment am liebsten und deswegen kaufe ich mir auch so viele und ja, kann ich nur empfehlen. Ansonsten, wenn ich einen Trailer finde oder eine Episode oder sowas, verlinke ich es in der Videobeschreibung, die Box auch und weitere Informationen, einfach mal in die Videobeschreibung gucken. Ansonsten bedanke ich mich an allen Zuschauern, Zuschauerinnen, Abonnenten, Abonnentinnen, die sich Zeit für dieses Video genommen haben. Vielen lieben Dank, weil es ist ein langes Video. Und ich weiß, sowas ist nicht verständlich, wenn man es zu Ende guckt. Darum vielen lieben Dank und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald, euer Gavatrons. Ciao.